Und weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Heute hier nochmal schön unterwegs an der alten Festung. Aber heute mal hier schön auf Match. Die frühen Morgenstunden und es geht so langsam los. Ich habe hier die Rute schon eingestellt. Der kann hier schön fleißig rumzuppeln. Na, soll ich schon? Wieder nicht. Na, ist es denn? Doch noch ein bisschen zu früh. Raus damit und weiter testen. Also, ich stehe hier. Wo sind wir denn hier? 71,50. Ich zeige das mal eben kurz auf der Map. Da oben in der Ecke. Hier ist ja alles schön, das Grünzeug, alles schön verschlonzt. Und hier geht es heute auf Karpfen und Amure. Und ich habe schon den Abend über hier gestanden. Jetzt gerade in der Nacht war eher ein bisschen Flaute. Aber im Großen und Ganzen sieht das schon ganz vernünftig aus. Das alles jetzt gerade noch geangelt, komplett ohne Futtermische. Einfach nur blank. Hauptsächlich hatte ich drauf auf den Routen, auf den Matchrouten, die Kombination Kartoffel mit Kohl. Also Doppelköder natürlich schon geskillt. Ich weiß, das ist natürlich nicht für jeden machbar. Aber ich würde sagen, mit der Basis Kartoffel sollte das auch schon ganz gut gehen. Einfach einer der besten Köder. Jetzt geht es hier langsam auf der 1 los, auf der 2 geht es los. Sehr schön. Also die Frequenz war jetzt am Abend schon wirklich gut. Das klappt und ich bin halt gespannt. Ich werde da jetzt gleich nochmal Futtermische reinballern. Ich bin gespannt, ob das dann gleich noch besser geht. Zack, da ballert er rein, jawohl. App, kleiner Schuppi, der nächste. So, und wieder raus damit. Ich habe das jetzt in der Nacht so kombiniert, dass ich hier... Und noch einer, jawohl, sogar ein schöner. Dass ich jetzt hier in der Nacht auf Kartoffel mit Tauwurm, Alter, 11. Schön. Kartoffel-Tauwurm gemacht habe. Ich habe gedacht, ach komm, vielleicht ballert ja vielleicht ballert ja ein Aal drauf, Alter. Vielleicht ballert ihr einfach mal ein Aal drauf auf dem Tauwurm mit der Kartoffel. War aber nicht. Gucken wir mal. Wobei, 2 habe ich nicht gehakt. Die haben da so rumgezuppelt und sind einfach nicht drangegangen. Vielleicht waren es auch nur alle Schläfergrundel, ne? Kann natürlich auch sein. Hatte ich jetzt die Tage schon mal probiert und dann waren bei der Kombination waren dann da die Schläfergrundeln dran. Die zuppeln dann auch ewig rum. Und die kriegt man ganz schwierig gehakt. Gehen wir mal kurz auf ein Setup ein hier. Also, das ist jetzt hier natürlich alles komplett übertrieben. Aber man kann natürlich auch hier mit der Stippe angeln. Oder mit der normalen Bollo angeln. Oder. Also grundsätzlich... alles, was in Richtung Pose geht, funktioniert natürlich auch. Mit Grund habe ich es noch nicht ausprobiert. Kann man natürlich auch mal ausprobieren. Ich bin hier schon ziemlich massiv unterwegs. Dicke, fette Rute. Mit dicker, fetter Schnur und Vorfach. Also alles schon im fetten Bereich. 30 plus. Und einen riesig großen Haken. Es hieß ja jetzt wohl zuletzt von offizieller Seite, dass die Hakengröße... wohl so schwierig wäre einzustellen für die Fische. Von daher, ich baller jetzt fette Haken rein. Gucken wir mal, vielleicht ballert dann ja auch dementsprechend mal ein ganz dicker, fetter Amur hier rein. Mir fehlen beide Amurarten noch als Trophy hier an dem Gewässer. Beziehungsweise alle Karpfenarten. Und von daher probieren wir es hier einfach mal. Auch tatsächlich mit riesengroßem Haken. 4-0er, Alter. So, gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe hier auf 1,20 Meter eingestellt. Ich schaue mir jetzt aber gleich nochmal im Detail an. Sollte 1,20 Meter sein. Also alle drei Routen gleich. Ich verwende hier einmal die Blade Monster Match. Dann natürlich die Rebellion. Auch ein schönes Gerät.
gerade wenn man noch nicht, sagen wir mal, man ist so, was war das, 80% oder 80 Punkte im Posenangeln und ab 85 kann man, glaube ich, Doppelköder verwenden. Irgendwie so war das. Also wenn einem noch ein paar Prozent fehlen, ist das natürlich ganz nett. Plus hier die Werte auf die Montage an sich. Und das Ding ist natürlich auch ein Sahnegerät, die Falcon Match. Die habe ich, um auch zwischendurch mal auf Köderfisch angeln zu können. 30 bis 250 Gramm Wurfgewicht, also da kann man dann auch mal einen Köderfisch dran kloppen. Das ist bei den Routen, hier ist 60 und hier ist Max ja auch 60, das ist da leider nicht möglich. Aber mit dem Gerät könnte man das dann auch machen. Also, ja, Kombination ist, glaube ich, klar. Keine Futtermische bisher drin. Da zuppelt es gerade wieder los hier. Und ja, man könnte hier, man könnte auch noch ein bisschen weiter in Richtung der Seerosen da hinten gehen. Also einfach mal den ganzen Bereich hier ausprobieren. Ich bleibe jetzt erstmal hier und teste aber auch gleich. Das ist eine Schläfergrunde. Alter. Schäbiges Ding, Alter. Direkt ins Wasser reinschmeißen. Und ändern. Gehen wir hier auf Kohl. Also, Kombination Kartoffel und Kohl. Zack, raus damit. Schnur offen lassen. Einholgeschwindigkeit habe ich jetzt hier auf 50%. Und wenn dann ein Fisch sich anbahnt und hier ran will, drücke ich halt nochmal Shift extra. Und dann mit linker Maustaste eigentlich nur turbomäßig einkurbeln und in der Regel sollte das dann haken. Ich weiß, das funktioniert mit den Wagglern hier nochmal leichter. Zack, da haben wir es. Nochmal ein bisschen in die Richtung gezogen, Turbo eingekurbelt und da ist er, der wunderschöne schwarze Amur, richtig geiles Viech. Das macht natürlich schon Bock, ne? Schwarze Amur, immer einer der geilsten Fische, finde ich. Werfen wir nochmal so raus. Das war jetzt hier auf Kartoffel mit Tauwurm. Wobei ich Stück für Stück, glaube ich, auch nochmal ändern werde hier. Auch da entweder wieder auf Kohl oder vielleicht mache ich auch was Süßes mit dran. Honigteig kann man mit dran machen. Süßteig kann man mit dran machen. Käse vielleicht auch einfach mal mit dran machen. Das sind alles Köder, die eben auch hier an der alten Festung gut funktionieren für Karpfen oder für Amure. Ja, und dann kommen wir dann doch nochmal zu der Futtermische. Das war schon irgendwie spannend, der Spot hier. Wir sind ja gestern nach dem Stream, sind wir ja zum Lord Morpheus in den Stream reingegangen. Der Lümmel gibt da gerade Gas und fängt da gerade mit an. Mit dem Stream, da müssen wir natürlich mal reinschauen, was er da so macht. Und da hat er dann erstmal den Tipp bekommen für diesen Spot. Und das hier von, genau, vom Brauhaus TV. Sehr, sehr nice. Und der hat ihm dann auch gleichzeitig eine Mische geschickt. Und der Morpheus hat mir die auch direkt weitergeschickt. Aber ich habe es halt noch gar nicht verwendet. Wir gucken da gleich erstmal rein in die Mische. Und er hat da ganz gut rausgezogen, muss ich sagen. Also da waren ganz gute Dinger bei. Und ich hatte erstmal noch die normale Graskarpfenmische da reingeballert, die standardmäßige. Das war okay, aber hätte besser sein können. Hätte schon besser sein können. Von daher testen wir da doch gleich mal die professionelle Mische. Ich meine, das Ganze hier jetzt, wenn ich mir das gerade so angucke, auch mit der Mische und allem drum und dran. Das ist nicht zwingend etwas für jemanden, der gerade Level 12 ist und an der alten Festung endlich angeln kann. Dafür sind die Fische zu fett und dafür ist die Montage zu komplex und auch die mit der Futtermische das zusammenstellen und so. Das ist alles ein bisschen zu tricky. Gucken wir, nehmen wir nochmal eben hier den auf der roten raus. Lassen wir ihn erstmal noch ein bisschen zuppeln. Immer genug Geduld haben mit den Dingern. Man sieht es immer jetzt, wenn die halt richtig runterziehen. Es wird halt immer erst gezuppelt, gezuppelt, gezuppelt. Und dann wird runtergezogen. Oder es geht relativ weit runtergezogen, straight in eine Richtung. Dass man dann auch nochmal anschlägt. Aber es ist halt schon ein bisschen tricky. Man muss die Posen
wirklich immer so ein bisschen im Blick behalten, wie verändern die sich oder wie tief gehen die runter. Manchmal gibt es auch den Hebebiss, bei der Güster zum Beispiel, dann geht die Pose eher nach oben. Ist natürlich ein ganz anderes Format jetzt für die Stippe, aber wenn man zum Beispiel leicht auf die Güster angelt hier, dann kann man natürlich, oder da muss man eben drauf achten, wenn die Pose nach oben geht, dann den Anschlag setzen. Ganz wichtig auch den Schnurbügel offen haben hier, den von der Rolle, damit, ich setze nochmal wieder ab. Genau, also alles schön offen. Das heißt, wenn die Rute, wenn ich die jetzt aufhebe, zuppel ich nicht dran. Jetzt haben wir hier schon, ja, den in der Mitte nehmen wir jetzt gleich. Der ist schon ganz aktiv. Alle drei jetzt gleich, Alter. Jetzt die zwei, die drei, ja, die erst. Oha, der hat ein bisschen Schmackes. Jetzt nehmen wir den noch hinterher. Auch noch. Jetzt gehen wir mal auf den weiter zurück. Der ist ja schon mal gehakt. Sehr gut. 8 Kilo Schuppi. Auf Käse. Gott, nehmen wir den erstmal raus. Die 1 noch nicht. Und noch einer direkt. 5,5er Schuppi. Schön. Guck mal da, ey. Schön, schön, schön. Und jetzt auf der 1. Der rote. Der war noch nicht dran. Den nehmen wir jetzt aber auch noch gleich mit. Jetzt. Ja, nehmen wir was Kleineres. Zack. Jo. So, raus damit. Das waren doch schon wieder zwei schöne Brocken hier. Perfekt. Kann sich doch schon sehen lassen. Also. Gehen wir mal rein hier in die Futtermische. Ich bin sehr gespannt. Also, Inventar. Brauhaus, da ist er. Da ist er. Was hat er denn da zusammengeschüttet? Ach, guck mal, Mischfutter, Maisfeed-Pellets, Erdbeer-Pellets für was Süßes, okay. Süße Sahne auflösend. Oh, das ist aber wild, Alter. Mais auch noch und dann Regenwurmextrakt. Das ist aber mal eine ganz wilde, das ist aber mal eine ganz wilde Mische. Vor allem mit dem Mischfutter. Ich versuche, also ich muss mir da aufschreiben, Maispellets und Erdbeerpelletfeeds. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Das muss ich auf jeden Fall mal nachmachen. Ich schaue mal eben in, habe ich das überhaupt? Maispelletsfeeds habe ich, aber Erdbeer glaube ich nicht, ne? Habe ich Erdbeerpellets? Nee. Krass. Okay, da muss ich, das muss ich, warte mal, kriege ich das denn jetzt hier rausgeballert? Das sind 10 Einheiten. Kann ich daraus PVA machen? Ich könnte das vielleicht mit dem PVA kombinieren. Ich nenne es einfach nur alte Festung mal eben. Trockenmische, Brauhaus. Zehn Portionen. Okay, baller ich durch. Zack, zack, zack. Okay. So, dann ballern wir das mal hier ran. Nehmen wir mal den hier als erstes. Ach, PVA, Alter, ich bin aber auch ein professioneller Depp. Oh, boy, ey. So. Ja. Das schneiden wir nicht raus. Leck mich fett, Alter. Kannst du nicht ausdenken, ey. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem guten PVA? Ich kann doch nicht mal die Bällchen, ich würde die ja reinwerfen, die PVA-Päckchen, Alter. Unnormal. Ich könnte eine Grundroute nehmen, das da dran tüddeln und dann werfe ich da mal so 5 Stück von rein. Dann liegen die da, ja. Vielleicht löst es sich irgendwie auf. Und dann schmeiße ich wieder die Match. Ich glaube, so mache ich das. Oh mein Gott. Ja.
passt ziemlich genau. Kann ich also noch ein bisschen weiter. Also ein PVA ist ja jetzt da quasi im Wasser drin. Perfekt. So, jetzt habe ich da 8 Stück reingeballert. Das Ganze weg. Match wieder rein. Und ein bisschen weiter werfen. Ja, so ungefähr. Ich klippe hier übrigens nicht, aber das sind jetzt hier gerade 12 Meter gewesen. Ich glaube so mit 10 Metern ungefähr, wenn man unbedingt klippen möchte, müsste das auch funktionieren. So, Bügel wieder aufmachen, absetzen. Ja, also Bügel immer schön auf, wenn die Schnur halt straff ist und man hebt die Rute hoch, dann gibt es den Ruckler. Der Fisch könnte abhauen, will man nicht. Und vor allem, wenn man hier halt schon die Schnur hat, ich lasse die Schnur auch immer so ein bisschen lockerer. Also auch wenn ich weiß, der zieht gerade ab, gebe ich immer noch ein bisschen mehr Schnur, damit, wenn ich dann schnell einkurbel, dass die Schnur dann vom Durchhängen auf einmal in diese Spannung geht und dann gibt es diesen Ruck, damit das schön hakt, Alter. Das muss auch eben richtig fetzen. Also das heißt, der hat die Chance runterzuziehen, der Fisch, und dann bam, turbomäßig anziehen, leichte Bewegung entgegen und dann gib ihm. So, im schlimmsten Fall ist der Spot jetzt absolut tot. Das wäre natürlich Katastrophe. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier erstmal ein bisschen noch an. Bisher, wie gesagt, lüppt der Lachs ohne Mische, geht es auch schon richtig gut. Kann man schon mal ganz gut machen hier, wenn man Bock hat hier an der alten Festung auf Karpfen und Amure, ist das gerade eine ganz gute Stelle hier. Und wenn man natürlich Bock hat, hier auch mit der Stippe zu stehen oder mit der Bolle oder sowas, hart in den Drill reinzugehen, auch gar nicht schlecht. Wenn ihr natürlich, wenn ihr einen fetten Fisch dran habt, der irgendwie abhauen will, versuchen die Ruten nach links zu ziehen hier, damit die Fische nach rechts hier hinten in diese Richtung fliehen, dass sie nicht so weit wegkommen können. Im schlimmsten Fall aber trotz allem halt so ziehen, dass sie nach da hinten hin abhauen und gegebenenfalls da hinten dann bis zur Brücke und dann quasi hinterherlaufen. Das heißt, die sind dann in dem Bereich von der Brücke da hinten, da ist dann wieder Sackgasse für den Fisch. Das heißt, die schwimmen dann hier hinweg und fliehen. Und wenn die dann hier in dem Bereich sind, langsam hinterherlaufen, auf Spannung halten natürlich die ganze Zeit und dann langsam hinterher und den Fisch dann vielleicht von hier aus in diese Richtung hin drillen, dass hier kommt der in der Regel nicht durch und dann langsam halt nach dahin ziehen und einkurbeln. Das natürlich für alle, die ein etwas zu kleines Setup haben, aber trotzdem mal versuchen wollen auf den dicken, fetten Karpfen. So, guck mal, da ist schon der erste. Der ist hier gerade zuppelt. Zu früh angeschlagen. Aber direkt, er geht direkt weiter auf den nächsten. Da ist immer noch der Tauwurm. Ich glaube, ich ändere das gleich mal mit dem Tauwurm. Ich ändere das gleich mal. Wobei, da ist jetzt in der Mische, war ja hier so Wurmextrakt mit drin, ne? Eigentlich nicht schlecht. Aber das ist ein ganz komisches Verhalten. Da glaube ich ja schon, dass das eine Schläfergrundel wieder ist. Naja. Naja, 350 Gramm Schläfergrundel. Katastrophe, ey. Nee, das geht mal gar nicht. Ich baller jetzt hier noch einmal den Käse drauf. Oder hier mal den Honigteig. So. Ah, guck mal, auf 1. Da ist Kohl mit dran. Oh, zu spät. Scheiße. Zu spät. Wenn er schon so lange runterzieht, dann lieber wieder hochkommen lassen. Also die Aktion war jetzt blöd. Lieber wieder hochkommen lassen und beim zweiten Mal runterziehen. Dann nochmal haken. Das ist halt Killefit, ne? Also da muss man wirklich sagen, okay, der Fisch ist ja dran. Der wird schon wieder hochgehen. Der wird schon wieder ran oder dranbleiben. Aber die Pose dann, wenn man den richtigen Moment verpasst hat, vielleicht doch lieber die Pose nochmal wieder hochgehen lassen und dann beim zweiten runtergehen, dann erst nochmal den Anschlag setzen. So. Auch hier nochmal die Reihenfolge. Apropos Reihenfolge, legt euch
Farben, also die unterschiedlichen Farben, nehmt unterschiedliche Posenfarben, legt euch die Farben fest, auf welcher Farbe oder mit welcher Farbe, welche Farbe ist auf welcher Zahl sozusagen, dass ihr das immer schön unterscheiden könnt. Es gab vor Jahren, das sind ja jetzt hier die Wackler-Posen aus dem Weihnachtsmarkt, es gab vor Jahren Posen oder die Wackler, die waren immer nur gleich in der Farbe, das war immer katastrophal. Jetzt kann man wenigstens sagen, alles klar, rot, blau, gelb und dann immer halt immer gleich belegen. Normalerweise habe ich das immer so gemacht, dass ich, eigentlich habe ich immer von gelb wäre bei mir immer die 1 gewesen, gelb, blau, rot hatte ich glaube ich immer. Oder jetzt irgendwie die letzten 2 Tage hatte ich das verkehrt rum gemacht, habe mich aber auch schon wieder dran gewöhnt. Also von daher immer festlegen, wenn ihr gerade darauf angelt, damit man auch blind weiß, alles klar, zack auf die 2, zack Anschlag, dass es dann nicht auf einmal die verkehrte Route war und man verpasst genau den richtigen Anschlagsmoment. Ja, also ich würde sagen, ich warte noch ein bisschen. Wie gesagt, bisher ganz okay. Ja, es fehlen jetzt im Moment tatsächlich noch ein bisschen die dicken, fetten Karpfen. Da geht es aber auch schon direkt wieder los. Also die Frequenz, ja, das zuppelt sogar schon ein bisschen mehr. Die Frequenz bisher ist gut. Nicht insane und wild. Aber das ist auch eh irgendwie beim Posenangeln so ein bisschen, weiß ich nicht. Manchmal hast du auf einmal halt alle 3 in Action. Hatten wir ja gerade auch schon. Und dann hast du wieder ein bisschen Pause. Gucken wir mal, was der jetzt hier so macht. Schön der Rote. Zuppelt, bewegt sich, knabbert da ein bisschen dran rum. Ich mache auch Posenangeln oder auch Wacklerangeln. Mache ich ja eigentlich ganz gerne. Aber ich finde, es ist auch zwischendurch immer so anstrengend. Man muss immer auf den Monitor glotzen. Und immer so, na, tut sich was. Beim Grundangeln ist es halt auch entspannend, ne? Da kannst du auch mal irgendwie zwischendurch in der Weltgeschichte rumgucken. Man hört es ja, ne? Dann bimmelt's. Dann kannst du halt dann die Aufmerksamkeit wieder da drauf richten. Aber so, jetzt hat er auch schon wieder keinen Bock mehr gehabt, der Fisch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break. Ich ziehe hier nochmal durch bis so in den Abend hinein. Und dann gucken wir gleich mal in den Kescher rein. So langsam ist es wieder Abend. Und ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt hier ein bisschen was geändert. Denn ich wollte nochmal testen, wie denn die normale Graskarpfenmische funktioniert. Das heißt, ich habe eine Route jetzt hier links rüber geballert. Und da in dem Bereich Graskarpfenmische reingeschmissen. Und hier ist jetzt Kartoffel und Kohl drauf. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Jetzt ist er verhakt. Hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht, Alter? Also, dass das überhaupt möglich ist, ne? Das kannst du dir halt auch überhaupt nicht ausdenken. Da fährt dieser Fisch ins Grün mit dem Köder in der Fresse. Und verhakt dann hier? Alter. Okay, Tutorial, wie verhakt man oder wie enthakt man? Bremse langsam hochdrehen. So, jetzt sind wir hier unten schon im roten Bereich. Jetzt machen wir nochmal bam und fertig. Enthakt. Also Bremse langsam hochdrehen, rechte Maustaste. Und enthaken. Funktioniert natürlich nur, wenn euer Setup einigermaßen gleichmäßig aufgebaut ist. Das heißt, ihr habt ausreichend Bremskraft und der Unterschied zwischen Vorfach und Hauptschnur ist nicht so groß. Hätte ich jetzt hier einen, keine Ahnung, 5 Kilo Haupt, 5 Kilo Vorfach gehabt, hätte ich das nicht losgerissen bekommen. Dann wäre das halt der schwächste Punkt gewesen. No way. Aber so mit dem Setup passt das ganz gut. So, ich würde sagen, wir ziehen den einen nochmal raus und dann gehen wir gleich verkaufen. Schauen uns den Kescher mal eben an, was das so im Großen und Ganzen gebracht hat.
Tja, ich hoffe ja immer noch hier auf meine dicke, fette Trophy an der alten Festung. Schuppenkarpfen, Amur in Weiß, Amur in Schwarz. Fehlt alles noch? Auch nicht. Okay, also dann raus damit und wir gehen erstmal verkaufen. Ja, so, gucken wir doch mal eben rein, was das Ganze jetzt so gebracht hat. Im Großen und Ganzen war ich schon zufrieden. Ach, guck mal hier. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Alter, Aal auch schon wieder drin. Gleich mal auf Aal gehen hier. Die Nacht ist ja, fängt ja gerade erst an. Also, gehen wir mal rein hier. Ein paar schwarze Amure dabei, das ist immer schön. Preislagen sind natürlich auch gut. Es fehlen mir aber tatsächlich zu viele in dieser Gewichtsklasse hier, ne? Gerade bei den Schuppenkarpfen, im Idealfall sehen die halt so aus und nicht so. Also die sind halt alle, ihr seht das auch an der Preislage, ne? Also wenn man einen Spot hat und es beißen ständig die hier, lohnt es sich eigentlich nicht. Minimum diese Färbung hier. Ich meine, das ist, die sind so bei 3, 4 Kilo, kommen die in diese Färbung rein. Das ist halt alles, ihr seht da kann man auch Rotaugen angeln. Das bringt genauso viel. Also im Großen und Ganzen 120 Tacken. Ja, für eine Stunde ist das schon ein bisschen knapp in dem Levelbereich zumindest. Wenn man hier ganz normal angelt und mit kleinerem Setup unterwegs ist und mal ein paar Karpfen fangen will, glaube ich, ist das auch wieder ganz okay. Aber tricky, ob das an der Mische liegt. Ich werde das nochmal ausprobieren mit der richtigen Futtermische. Und vielleicht auch einfach mal mit der Standard-Karpfenmische. Einfach mal testen an der Stelle. Wenn ihr da ordentlich was rausgezogen habt, lasst mal die Infos da unten im Chat oder unten halt unter dem Video. Oder gerne natürlich auch im Discord. Link zum Discord schreibe ich nochmal unter das Video. Ja, ihr Lieben, Petri zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal.